Du möchtest deinen Businessplan schreiben für das Arbeitsamt oder für die Bank oder für dich selbst. Du willst das selbst machen? Nun, dann gibt es eine ganze Reihe von Gefahren, die ich dir heute mitteilen darf. Und viele davon habe ich selbst gemacht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich habe selbst auch viele Unternehmen gegründet, mehr als 15 persönlich. Und ich habe natürlich bei den ersten auch einen Businessplan geschrieben und der wurde ganz erfolgreich abgelehnt. Und ich sage dir heute, warum. Der erste Grund, weshalb du deinen Businessplan nicht alleine schreiben solltest, ist, dass du nicht weißt, wann der wirklich fertig ist. Also entweder schreibst du viel zu viel, dass du dann ein 500-Seiten-Exemplar bei der Bank oder beim Investor abgibst und der ist völlig gelangweilt und traut sich gar nicht, den Plan anzufassen. Oder es ist so wie bei mir, bei meinem ersten Plan habe ich viel zu wenig geschrieben. Ich habe nur ein bisschen was über das Produkt geschrieben und wie viel Geld wir damit verdienen werden. Aber ich habe völlig vergessen zu beschreiben, wer ich bin. Ich habe völlig vergessen zu beschreiben, wie es denn am Markt aussieht, wie die Entwicklung war, wie die Entwicklung gehen würde. Ich habe völlig vergessen zu beschreiben, wer sind denn die Mitbewerber? Und über den Gesamtkapitalbedarf habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, denn ich wollte nur mein erstes Warenlager finanzieren über 25.000 Mark damals. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht über Betriebskosten, über Fixkosten, Personalkosten, Betriebsmittelreserve, vielleicht noch Importzölle. All das hatte ich in meinem Businessplan nicht geschrieben. Das heißt also, ein guter Berater mit einem guten Template, der hilft dir nicht nur, dass du Zeit sparst bei der Fertigung deines Businessplans, sondern er kann dir sagen, so, heute haben wir 100% aller Unterlagen vom Finanzplan, vom Textteil und vor allen Dingen alle Anlagen und die Selbstauskunft fertig und das kann jetzt zur Bank gehen oder das können wir jetzt einem Investor vorlegen. Zweitens wirst du viel zu viel Zeit verlieren, wenn du deinen Businessplan alleine schreibst, denn du suchst dir im Internet viele Vorlagen, lädst sie runter oder kriegst eine Software kostenlos zur Verfügung stellst, füllst alles wochenlang aus, um dann festzustellen, dass die Vorlage gar nicht passt für dich, dass du viel Zeit verschwendet hast. Deshalb besser ist, wenn du überhaupt vorher weißt, was für ein Förderprogramm du brauchst, dass du vorher weißt, wer der Adressat deines Plans ist und dass du dann die entsprechenden Templates vorgelegt bekommst. So schaffen wir es beispielsweise, den Finanzplan innerhalb von 3 bis 6 Stunden fertigzustellen, wo andere Wochen oder Monate lang dran sitzen. Der dritte Grund ist, weshalb du deinen Businessplan nicht alleine schreiben solltest, ist, dass er zum Schluss das Ergebnis auch zum Adressaten passt. Denn wenn du einen Businessplan-Vorlage nimmst, zum Beispiel von jemand anderen, der zum Arbeitsamt gegangen ist und legst es dann dem Jobcenter vor, dann kriegst du eine Ablehnung, weil die Zahlen gar nicht passen und doch die Inhalte nicht kongruent sind. Und wenn du von jemand einen Businessplan nimmst, der beim Arbeitsamt oder im Jobcenter war und du gehst damit zur Bank oder umgekehrt, dann passt es auch nicht, kriegst du auch wieder eine Ablehnung. Und wenn du einen langen Businessplan, den du bei der Bank abgibst, also eine Art Kreditantrag, dann wieder zum Investor gibst oder zum Jobcenter, wird es auch vielleicht abgelehnt oder nicht gerne gelesen. Das heißt, jeder Adressat braucht einen eigenen Formkreis, einen eigenen Inhalt vom Businessplan. Der vierte Grund, weshalb du deinen Businessplan nicht alleine schreiben solltest, ist, dass du die Fristen auch alle einhältst. Denn wenn du beispielsweise im nächsten Monat Geld brauchst und du willst heute den Businessplan abgeben, dann ist das zu spät. Denn in der Regel gibt es bestimmte Vorlaufzeiten, es gibt Einreichzeiten bei der Bank oder beim Investor oder beim Jobcenter und diese Fristen müssen eingehalten werden. Alleine der Bankenprozess dauert 2 bis 3 Monate, bevor du die Bewilligung bekommst und dann hast du noch nicht das Geld. Und auch beim Arbeitsamt gibt es bestimmte Fristen, 150 Tage Restanspruchsfristen, wo dann die Unterlagen fertig sein müssen. Und das kann jemand, der einen Businessplan jeden Tag schreibt, viele hundert im Jahr vielleicht schon schreibt, der weiß ganz genau, welche Fristen du einhalten musst und wann welcher Teil des Businessplans auch wie fertig sein muss, damit du es dann auch fristgerecht abgeben kannst. Der fünfte Nachteil, wenn du deinen Businessplan alleine schreibst, ist, dass du gar nicht über die notwendigen Kontakte verfügst. Also wo beispielsweise bei welcher Bank gibt man was wie ab? Schickt man das per E-Mail? Schickt man alles per E-Mail? Gibt man das physisch ab? Gibt man einen Ordner ab? Wer ist genau der Ansprechpartner? Wenn beispielsweise Fördermittel abgelehnt werden, du die Anträge gar nicht beim Arbeitsamt bekommst, wo gehst du dann hin? Nach dem Sachbearbeiter zum Teamleiter und zum Bereichsleiter und zum Geschäftsführer? Wer kann dich vielleicht auch begleiten und auf die Gespräche dann auch vorbereiten? Das alles ist also relevant, wenn du einen Businessplan-Berater hast, der kann dir alle entsprechenden Kontakte auch geben, auch zu Rechtsanwälten, zu Steuerberater, zu Marketingleuten, wenn du inhaltliche Fachfragen hast. Der sechste Punkt ist, dass der Berater, mit dem du den Businessplan schreibst, dir auch genau sagen kann, wo es hingeht und wem du was geben musst. Und der kann vor allen Dingen mit dir das Gespräch, zum Beispiel das Bankgespräch, das Investorengespräch oder Gespräch mit dem Arbeitsamt schon trainieren. Dann ist er dein Sparringpartner. Ich zum Beispiel
Simuliere dann den Bankmitarbeiter und baue das Gespräch genauso auf, wie es in der Bank stattfindet, von der Tasse Kaffee über Smalltalk bis Kurzvorstellung über die Bank. Und dann kommen die fiesen Fragen, die der Bankmitarbeiter dir stellt, nachdem du zuvor kurz deinen Pitch abgeliefert hast. Das heißt, dein Pitch wird trainiert und auch die Fragen werden trainiert. Dann kriegst du eine Audioaufnahmedatei nach Hause und kannst dir immer wieder vor Augen führen oder vor Ohren führen, wie das Gespräch abgelaufen ist und dich darauf vorbereiten. Und du weißt dann auch, mit welchen Vorbereitungen du in das Gespräch reingehst. Du bist sicher in deinem Finanzplan, in deinem Businessplan. Und du weißt auch, wie du mit den Banken sprechen musst, damit die sich dafür dich interessieren, als Kunden zu gewinnen. Wie du also siehst, kann ein Berater dir bei vielen Punkten nützlich sein. Du kannst Zeit sparen, du kriegst überhaupt die Investition, du bist gut vorbereitet, musst nicht viel nachliefern und vielleicht im schlimmsten Fall deinen Standort oder deine Geschäftsidee verlieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ein Berater auch Geld kostet. Aber das weiß Deutschland, das weiß die Europäische Union und hat deshalb einen europäischen Sozialfonds angezapft, damit ein Beratungsförderprogramm auf die Beine gestellt wurde, das dich fördert. Und dieses Beratungsförderprogramm, das kann mindestens 50 bis maximal 100% der Beratungskosten übernehmen. Denn auch das Land, auch die Regierung hat ein großes Interesse daran, dass du erfolgreich wirst, dass du viele Umsätze schaffst, Arbeitsplätze schaffst und auch mehr Steuern bezahlst. Und deshalb kannst du diese Beratungsfördermittel beantragen. Wenn du also Unterstützung brauchst und auch diese Beratungsfördermittel, um all diese Punkte sicherzustellen, damit dein Konzept ein Erfolg wird, dann lade ich dich jetzt ein, nicht nur das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, sondern auch einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir helfen bundesweit allen Unternehmern und Gründern, die Interesse haben, ihren Businessplan zu schreiben, dabei erfolgreich zu werden. Gerne aber kannst du uns weiterempfehlen und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.